Hallo, guten Morgen zusammen. Ich weiß, eigentlich ist noch nicht Escapist-Zeit, weil jetzt vor kurzem kam erst eins, aber ich will euch nicht so lange warten lassen. Ich weiß doch, wie gerne ihr dieses Spiel habt und ihr wisst auch und ich weiß auch, wie gerne ihr mich hier raus haben wollt. Demnach will ich euch nicht lange warten lassen. Ein bisschen Fanservice, kommt einfach noch eine Folge und ich hoffe, beziehungsweise wie immer, weiß ich nicht, was ich das letzte Mal getan habe. Ich weiß, ich wollte den Generator oben rechts platt machen. Wenn er denn da ist. Ich vertraue euch da einfach mal. Und ich wollte einen Hook bauen, weil ich den das letzte Mal verkackt habe. Ja, und ich habe einen orangenen Schlüssel. Ja, aber ich habe keinen roten Schlüssel. Genau. Und ich wusste, dass der Heiko eventuell den roten Schlüssel hatte. Heiko oder sonst irgendjemand anders. Oh, Holz, nice. Das ist eigentlich total nutzlos, oder? Ja, für eine Waffe höchstens, aber. Ach ja. Wieso bleibt das hier liegen? Achso, das sammeln sie jetzt ein. Ich wollte gerade fragen, wieso bleibt sowas liegen und meine tollen Sachen verschwinden? Das ist total unfair. So, hier. Ach, die haben schon wieder nichts. Habe ich eigentlich doch irgendwelche Aufgaben? Keine Favors. Genau, Heiko oder Ethan. Genau, die waren das. Distract the garden at breakfast. Das könnte ich eigentlich mal annehmen. Sodass ich quasi morgen früh, heute lohnt sich das nicht mehr, morgen früh den Ethan oder den Heiko verprügeln kann. Das bedeutet allerdings, dass ich bis morgen früh so ein Putty mir holen muss. Ja, ist aber kein Problem. Das ist ja, also, ich sag mal hier lieber nicht verwegen, das ist ja kein Problem. Ihr kennt mich, ich kenne mich. Bei meinem verdammten Glück. Jetzt könnte ich mir eigentlich einen Razor holen. Finde ich sowas nicht. 25. Nee, Razor kriegt man so. Ach, hier ist ja noch ein Oranger. Lel. Ich weiß gar nicht, was ich da oben noch habe jetzt, wo ich es gerade sage. Wenn ich mich so ein bisschen dunkler anhöre heute, oder tiefer als sonst, liegt das daran, dass ich gerade mal vor, lass mich einen kurzen Blick auf die Uhr werfen, 20 Minuten aufgestanden bin, noch keinen Kaffee getrunken habe und sich meine Stimme dann immer so anhört wie so ein Braunbär, der einen Kater hat. So ungefähr. Demnach bitte ich das zu entschuldigen, wobei man mir schon gesagt hat, dass meine Stimme hierhin ein bisschen gut klingen würde. So. Na, was haben wir denn? Nehmen wir mal ein volles Programm, dann passt das. Und dann haben wir das Ganze vor. Hör doch mal auf, ein bisschen dumm zu sein, Daraton. Hör doch mal auf, für die Minute wenigstens. So. Zack, zack, zack. Jetzt mal schauen, was habe ich hier eigentlich? Habe ich hier eigentlich. Ach hier, ich habe. Ah, okay, ich habe hier nur die Multitool-Sachen. Und den Schlüssel, ja, toll, den Schlüssel kann ich wohl nichts mehr mit anfangen. Da habe ich keine müde Mark mehr von. Egal. Stil. Nee, brauche ich nicht. Habe ich nichts von. Ich habe immer gelesen, als ich mich hier heute Morgen eingeloggt habe in Steam, dass es ein Update gab. Da fragte ich mich, oha, leck mich an der Wallapusta, was für ein Update gab es? Und dachte ich mir, war vielleicht irgendwie neue Gefängnisse oder das ähnliche wie immer. Und es scheint wohl einen neuen NPC bald zu geben. Was er macht, konnte ich noch nicht herauslesen, weil so lange habe ich mir das dann doch nicht angeguckt. Ich weiß. Moment, was brauche ich? Toothpaste, ne? Ja. Ich habe aber herausgefunden, dass man quasi, dass er mit einem redet. Irgendwie, also man kann es. Ach bitte. Oh. Oh, der hat mich behindert. Ach shit, ich hatte ja nur so eine Pimmelwaffe. Ach scheiße. Ach, ich habe ja auch gar keine Embedded Armor mehr. Stimmt. Dafür klaue ich dir den Burrito. Hast du jetzt davon?
Wo ich stehen geblieben? Ah ja, der NPC. Es gibt ja diese Räume, wo man mit Leuten, also mit Verwandten, Freunden reden kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Besucherraum. Genau, das habe ich gesucht. Den Besucherraum. Und mit dem kann man da reden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das irgendwie ein Bewährungs. Der Bewährungshelfer kann ja nicht sein, du bist ja noch nicht draußen, aber ob irgendwie ein Anwalt ist oder jemand aus der Familie. Oh, das wäre ja geil, wenn man irgendwie einen quasi draußen hätte und der einem Gefallen irgendwie reinbringen könnte. Das wäre geil. Sonst sagst du, ey, hör mal, hier hast du so und so viel Dollar. Und besorg mir mal eine File oder so, so das Klassische, um das Klischee jetzt einfach mal zu bedienen. Das wäre cool. Das könnte ich den Developer mal vorschlagen. Leider habe ich zu den Developern von Escapist nicht so einen guten Kontakt wie zu denen von Camp from Space. Aber das macht ja nichts. Die prügeln sich Marshall. Was hast du mit zu verkaufen? Dreck. Warte mal, habe ich jetzt hier eigentlich schon alle durchsucht? Ich meine schon, ja, genau. Okay, Officer Heiko. Type of Toothpaste. Oh Mann, wieso haben die immer nur so einen Müll? Nichts, was ich brauche. Talcum-Powder oder. Anthony? Nein. Talcum-Powder oder endlich mal ein paar Crowbars. Genau. Als erstes mache ich mir hier wieder meine Waffe, dass ich hier nicht komplett ohne dastehe. Zack. Ah, jetzt könnte ich mir eigentlich. Na komm, das kann ich machen. Das ist nicht wild. Genau, nehme ich meine. Zack, zack, zack. Padded Armor, weil die hat mir jetzt schon geholfen. Und ich brauche die auch, wenn ich mich gleich wieder mit den Wachen anlegen will. Hatte ich Talcum Powder? Oh, tatsächlich. Moment, das bedeutet ja. Zack, ich kann. Oh, geil, dann kann ich ja schon beim Duschen. Ich habe eine. Wo kommt die denn her? Okay. Will ich mich nicht beschweren? Ach, ich muss das echt am Stück spielen. Ich weiß nicht, immer. Ich habe immer wieder so Phasen. Ich muss ja die anderen Titel auch bedienen, sage ich mal. Und ich habe so Phasen, wo ich dann immer nur eine Folge aufnehme und dann das Spiel wieder ausmachen muss, weil ich noch was anderes machen muss. Und wenn ich dann eine Woche oder so nicht spiele, habe ich dieses dämliche Problem, dass ich halt immer wieder vergesse, wo ich war, was ich getan habe. Und das nervt super hart, wie ihr euch vorstellen könnt. Das weiß ich eigentlich momentan gar nicht, was ich machen muss. Ja, ich habe alles schon gesucht. Das heißt, ich trainiere noch ein bisschen. Es kommt gleich eh irgendwann mal Schauer. Und bis dahin kann ich dann gucken, dass ich den so fit bin, dass ich den Heiko oder den anderen Hyopai da. Ethan? Ethan? Ne, Ethan war mitgefangen. Wie ist denn der andere Hyopai? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall den anderen Bullen verprügeln kann. Es ist noch früh und ich bin gerade erst aufgestanden, ja? Gib mir das. So, ja. Ich habe gesehen übrigens, dass ich jetzt die 1000. Oh, Redford? Evening Meal. Ja, gefährlich mit dem Evening Meal. Warte mal, ich guck mal. Heiko, komm mal mit, Heiko. Komm mal her. Bam, 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 bam. Dumm. Sehr dumm. Wegen der scheiß Kamera. Ah, egal. Ja, das. Ach, ja, ich brauch so ein Talcum Powder. Ach, bin ich dämlich. Natürlich. Warum ziehe ich den gerade nach da oben? Es hört nicht auf. Meine Dummheit hört. Lell? Die haben den ausgenockt, den Heiko. Das trifft sich sehr gut, dass die den ausgenockt haben. Gelb. Schaffe ich bis dahin nicht mehr. Naja, gut, okay. Heiko hat also nicht den roten. Okay, ja, das ist auch wieder gut zu wissen.
Ach, Scheibenkleister, ey. Naja, egal. Nicht wild, nicht wild, nicht wild. Das war jetzt so. Ach. Ich bin noch nicht lange wach, ja. Ja, das resette ich jetzt aber nicht. Hab mich schon so ein bisschen hart getroffen, dass du gesagt hast, ich hätte gecheatet. Demnach werde ich jetzt alles wie ein Mann durchziehen. Dann dauert dieses Gefängnis halt 97 Folgen. Es ist ja echt nicht mehr lange. Ich brauche ja quasi nur noch die Crow, den Hook für da oben. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt den roten Schlüssel brauche. Demnach, wenn ich die Crowbar habe, werde ich dann gucken, dass ich hier rauskomme. Ich habe das. Ah, warte mal. Hahaha. Ich muss ja irgendwie noch durch den Zaun kommen. Ach ja. Da war ja was. Ich brauche noch eine Pfeil und so weiter. Dem. Panzertape, genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ob ich ein Poncho anziehen kann? Das wäre cool. Aber auf der anderen Seite hat mir das wieder geholfen. Na, es selber hat mir nicht geholfen. Das war nicht die Sache. Aber ich habe den Heiko auf jeden Fall herausgefunden, dass der keinen. Ja, das Wire nehme ich jetzt mal mit. Das werde ich jetzt wahrscheinlich bald wieder brauchen. Dass der Heiko den roten Schlüssel nicht hat. It's something. So, Gavin. Du bist nicht Gavin, du bist nicht Gavin. Stahl, sehr gut. Jetzt kann ich mir doch wieder meine Plate bauen, wenigstens. Ja, das mache ich auch sofort. Duct Tape habe ich sowieso gerade gekriegt von dem Toten, deswegen fehlt es nicht. Also es fehlt nicht im Sinne von, dass es aus meinem Inventar genommen wurde. Jetzt hoffen und ein bisschen beten dazu. Dass irgendwas Gutes ist. Ronaldo, hast du was? Naja, eine Pfeil. Ja, die werde ich brauchen. Ja, wartet mal. Oh, prügelt euch, genau. Jetzt nehme ich mal den Burrito mit und gebe dem einen von den beiden. Ich brauche die Files, ja. Ey, bleib mal hier, bleib mal hier. Ich will die für die Files haben. 61, okay, pass auf hier. Ich gebe den coolen Burrito und dann willst du nur noch 58, ja, auch gut. Brauche ich für die anderen auch Files? Kann ich mir eh nicht leisten, drauf geschissen. Okay. Zack und nein. Mit Kleber kann man die nicht zusammentun, leider. Zack, zack, zack. Genau, Flimsy Cutters. Also weiß ich gerade gar nicht. Wobei die Flimsy Cutters werden für einen Zaun ja wohl reichen, oder? Oder? Showering Block. Oh, warte mal, da liegt da einer noch am Boden. Ich nehme den Bath Chocolate mit. Kann man immer gebrauchen. Ja, jetzt habe ich schon jetzt habe ich natürlich schon die dicke Rüstung wieder, aber noch keine Waffe. Ja, demnach kann ich das. Du hast auch ja die Pfeil. Ach, ein Film so wird für einen Zaun wird das reichen. Ich brauche ja da nur für den Elektrozaun. Ich hoffe, dass ich das zeitlich alles hinkriege. Lee? Ach, Rolando hat das zu verkaufen. Das ist auch noch so ein bisschen buggy. Das müssen die Developer auch noch versuchen abzustellen. Haben die hat jetzt gerade. Oh, ein Hammer. Feuerhammer. Gut. Dann ist der Tag 15 mit ein bisschen Dummheit von mir vorbeigegangen. Ist aber nicht schlimm. Okay, Heiko Ethan ist jetzt der nächste. Ronald the Marshall, okay. Lee? Lee. Ja, ihr habt auch nur Müll. Was möchtest du? Distract the Guards, Shower Block. Evening Meal. Ah, pass auf, ich nehme jetzt einfach mal beide an. Weil nämlich das bedeutet. Ah, Paul auch auf die Nase.
Ich habe jetzt für alle dreimal eins angenommen. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, wenn ich den Ethan dann irgendwann mal angreife, ist es scheißegal, wenn ich ihn angreife. Beim Abendessen, beduschen. Ich glaube, bis beim. Außer beim Sport. Krieg ich sogar noch cool dafür. Oh, der Tag ist nichts passiert. Es ist kein Rollout. Zack, raus, rein, fertig. So, alles gut. Ah, eine Crowbar. Aber ich brauche noch. Ah, scheiße, ich hätte das vielleicht nicht. Oh, ich habe eine Razorblade. Das heißt, ich brauche nur noch ein Holz. Aua. Jevon, bitte. Bitte, Jevon. Du hast keine Chance. Du hast überhaupt gar keine Chance. Warum tust du das? Warum tust du dir das selber an? Ach, Lili, hast du es dir anders überlegt? Paul und Ricky. Ach, Paul und Ricky interessiert mich ein Scheißdreck. Das war echt unglücklich letztes Mal, dass ich genau der, bei dem ich das versteckt habe, auch einen Rolldown hatte. Was ist los, Jevon? Hm? Was ist los? Ah, mal ein bisschen hier Pluspunkte sammeln bei den ganzen Leuten. Ja, fein. Und hoffen, dass ich dieses Mal eine Crowbar kriege. Verdammte Axt. Will doch nur hier raus. Sind zu viel verlangt. Und Donut. Stimmt, ich habe noch einen Donut. Hm, aber ohne Waffe brauche ich den Officer da gar nicht angreifen. Habe ich gar nichts von. Ethan, du bist der Nächste und du hast besser. Für deine eigene Sicherheit. Hast du einen roten Kann man? Was ich mich gerade gefragt habe, wo ich hier oben mal hingeguckt habe. Ist es in der Theorie möglich, sie ein Loch in die Decke zu graben? Das wäre doch auch ein nettes Feature. Dass man irgendwie sagt, okay, ich mache einen... Ich gehe aufs Dach und grab mich dann in einen Raum rein. Das wäre auch cool. Es würde einem extrem neue Möglichkeiten geben. Vor allen Dingen müsste man dann nicht immer unbedingt einen Schlüssel für einen Raum haben, sondern könnte sagen, okay, ich grab mich dann halt da. Nein, nicht mit den Socken. Ich grab mich dann halt dadurch. Auch cool. Nur wie will man das verdecken? Weil man ist ja dann unten. Und vor allen Dingen, wie kommt man wieder raus? Ja, okay, der Plan ist nicht ganz durchgedacht. Man könnte natürlich dann auch, bevor jetzt bitte wieder Kommentare kommen mit, du Idiot, könnte man natürlich auch durch die Wände gehen. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Aber man muss ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken. Und das wäre doch mal eine coole Mechanik. Eine Mechanik. Reicht das? Nein, immer noch nicht. War ja klar. Ich glaube, ich muss einfach größere Sachen bauen. Na. Um mehr Platz zu kriegen. Jamal. Ach, Travel. Ja, dieses Mal kann ich wirklich nichts mit der Travel anfangen. So. Medikit. Ach, Cutting Floss habe ich noch, okay. Ah, wo bist du? Marshall, mein Freund. Nimm dieses Medikit. Und, generell, du bist voll der coole Typ, so. Hier, nimm noch den Donut. Und jetzt verkauf mir 83. Habe ich noch irgendein Paul, wo ist Paul? Wo ist Paul, du Wichser, hier. Oh, bitte stirb. Ich brauche die Kohle. Marshall! Nein! Ich brauche noch irgendwas. Anthony? 90! Nein, jetzt haben die alle. Jetzt haben die alle ihre Dinger. Ein Sombrero, ein Pack of Mints. Marshall! Hier, nimm das Pack of Mints. Cool, oder? Hier. Oder den Sombrero. Wie wär's da? 81. Bist du schon wieder teurer geworden? Nein. Jetzt habe ich endlich mal einen gefunden, der mir was verkauft. Ja, ansonsten muss ich die Dings nehmen. Ja, ansonsten muss ich wenigstens das Holz nehmen. Ach, scheiße.
Es war so klar. Es war so klar, dass ich genau in dem Moment, wo ich quasi jemanden gefunden habe, der mir was verkauft, nichts. Ach, ach ja, oh, jetzt verpuck ich dich. Reicht das? Geil, dafür nehme ich dir die Pfeil weg. Ja. Arschloch. Wenn du es schon nicht verkaufen willst. Ach Mann, das ist jetzt echt unglücklich gelaufen. Naja, Wurst. Ah, dabei habe ich gar nicht geguckt, was er hat. Jetzt steht er wieder auf und gibt mir nochmal auf die Nase. Nein. Ja. Bleach, ne, Bleach brauche ich auch nicht mehr. Ich habe schon meine Uniform. Eine Sombrero brauche ich auch nicht. Javon, hast du was? Ja, eine Crowbar. Aber wieder für 90. Ach, das ist doch zum Mäusemelken, ey. Da wollte ich die ganze Zeit mal einen haben. Aber das ist Karma. Das ist einfaches Karma. Da kann man nichts dafür. Machst du nix. Ist halt so. Soll ich mich jetzt nicht drüber aufregen? Weil bringt ja eh nichts, ne? Schießt nur der Blutdruck in die Höhe. Und dann haben wir alle nichts von. Oh ja, Freetime. Ah, vielleicht kann ich hier noch ein paar Aufträge machen, die ich irgendwie verprügeln kann. Officer Matt. Ja, Officer Matt ist ein bisschen schwer. Hau ich Paul auch gerne nochmal auf die Nase. Macht auch nichts. Was hat den Kater zu verkaufen? Na, auch nur Crap. Oh, Paul, komm her. Kriegst nochmal auf die Nase. Ja, Jeff, was hast du zu verkaufen? Ja, gutes Zeug wieder. Wo ist Paul? Da, du bist Jamal, du bist Lee, Anthony. Der hat doch eine Glatze gehabt. Hier, nee, Ronald. Hä, wo ist denn Paul? Paul war doch hier irgendwo. Da ist er. Komm her, Paul. Du bist echt nicht gemocht von deinen Kollegen. Ist echt nicht gemocht. Oh, aber ich nehme die Uhr mal mit. Ja. Ach, Jevon. Wenn ich dir doch nur irgendwas anbieten könnte, dass du mir die für 6 günstiger verkaufst. Wenn ich noch schnell einen Job kriege. Naja, Officer Matt kann ich nicht. Officer Matt geht nicht. Ach, Jevon. Was muss ich tun? Was muss ich tun, dass du es mir... Was willst du? Ach, immer noch Officer Matt. Ich laufe dir so lange hinterher, bis du mich cool findest. Ist das nicht was? Guck mal. 80. Komm, 80 ist ein guter Deal. Ja, wir kommen näher. Aber... Carter? 80, komm. Wir sind ja die besten Freunde. 85. Oh, nee, es dauert zu lange. Brauche ich gar nicht versuchen. Ja, mit Seife werde ich wahrscheinlich auch nicht wirklich glücklich stimmen. Ein Poncho vielleicht. Nee, Ricky war das nicht. Jamal. Nee, Javin. Ach, jetzt haben die sich schon wieder geändert. Aber ja, klar. Oh, Paul. Ja, Paul wird mir eher die Cracking Next Exercise Period. Oh, cool. Jetzt kann ich in allen Dingern den Ethan verprügeln. Können die eigentlich jetzt auch mal machen. Ah, noch eine Pfeil. Oh, ein Fleisch. Ja, ein Fleisch. Da stehen die drauf. Können die eigentlich wirklich jetzt machen. Warte mal, habe ich alles für einen... Das und Toothpaste, ja, habe ich. Zack, zack. Zack, genau. Ein Putti. Oh, nein, ablegen. Das brauche ich nicht. Ja, den Poncho. Ja, den Poncho. Keine Ahnung. So, gucken, was jetzt kommt, weil ich habe eigentlich wieder alles. Ich bin auch fit. Evening Meal. Ja, okay. Und diesmal ziehe ich den Ethan in die richtige Ecke. Shane hatte ich schon. Ethan, komm mit.
Commit. Komm her, Ethan! For fuck's sake! Komm her. Aua. Ah! Ach, ich hätte ihn einfach da drin verprügeln sollen, ey. Scheiß Ethan, ey. Ach, na nee, egal. Jetzt ist mir auch alles scheißegal. Ach, das Glück ist mit den dummen. Scheiße. 91. Achso, ja. Ja, ich habe ihn abgelenkt. Ja, jetzt könnte ich eine Crowbar gebrauchen. Na egal. Drauf geschissen. Brauche ich nicht. Brauche den roten Schlüssel nicht. Bin ich ein bisschen. Meh. Aber ist egal. Ist egal. Aber jetzt habe ich endlich die Kohle. Jetzt kriege ich keine Crowbar. Ich sehe das schon. Das ist momentan nicht so mein Lucky Day. Der Day 16. Ja, wie gesagt, hiernach. Nach diesem Gefängnis kommt erstmal das erste Selfmade-Gefängnis, das ich geschickt bekommen habe. Bin ich sehr gespannt, wie das ist. Ich habe nur geguckt, ob es funktioniert. Es funktioniert. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr euch so ausgedacht habt. Oder was derjenige sich ausgedacht hat. Ist ja nur einer gewesen. Ah, es wird bestimmt cool. Freue ich mich drauf. Und ich hoffe, ihr macht es mir nicht so hart. Kann das doch nicht. Ich habe das zwar schon. Oh, ein Burrito. Ich liebe Burritos. Lecker. Nahrreich. Ach, einfach toll. Oh, Stil. Nice. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich hoffe, ihr macht es mir nicht zu schwer. Weil. Oh, ja. Wegen Gründen halt. Ja, wobei so eine Herausforderung wäre schon nicht schlecht. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Quacksalber, wenn ich so darüber nachdenke, dass ich teilweise nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und sage, oh, ich will mal eine Herausforderung haben. Hört nicht auf mich. Gut, also ich würde sagen, so ein Gefängnis sollte im Durchschnitt, ich sag mal, ja, so, wenn es 20 Tage dauert, dann ist es schon ein gutes Gefängnis. Gefällt mir das schon, Kater, was möchtest du denn? Kann ich dir helfen? Mein Lucky Pack of Mints. Klar, Palm of Adam. Paul. Paul. Burrito. Ich kaufe dir das erstmal ab. Und dann laufe ich mit dir im Kreis. Ich habe meine Crowbar. Vielleicht geht ja heute Abend was. Zack, zack. Zack, zack. Genau. Ja, gucken, ob ich das mit das direkt. Yeah. Okay, lass mich kurz nachdenken. Vielleicht geht ja heute Abend direkt was. Ich brauche gleich einen Schlüssel. Die Cutters. Stahl brauche ich nicht. Die brauche ich. Die kann ich schon mal da oben positionieren. Ja. Den kann ich schon mal. Die Cutters kann ich hier positionieren. Genau, die brauche ich nämlich nicht so früh. So, die brauche ich nämlich nicht so früh. Den Grappling Hook oben hoch. Ich brauche einen Bett-Dummy. Ich brauche einen. Oh nein, jetzt keine Aufregung. So. Ich brauche einen Bett-Dummy. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich brauche ein Seil, definitiv. Und ein Bett-Dummy. Das ist, glaube ich, so. Genau. Lass mich ganz kurz nachdenken. Ich brauche, um hochzukommen, ein Seil. Da komme ich hoch. Dann habe ich meine Ausrüstung, damit ich aussehe wie ein Bulle. Dann gehe ich da hoch. Das Multitool. Egal, ich habe jetzt erstmal gleich Zeit. Um das Ganze zu machen. Das
kein Problem. Wir versuchen's. Ja, wenn ich jetzt keinen Rollout kriege, könnte es vielleicht schaffen. Könnte ich es vielleicht schaffen. Wäre gut. Levirk und Ricky. Okay, so. Ich positioniere schon mal den Bat-Dummy. Brauche ich von hier noch irgendwas? Ich nehme den mal mit. Vielleicht brauche ich den. Die Cutting-Floss nehme ich auch mal mit. Die kann ich oben reinlegen. Einen orangenen Schlüssel habe ich oben noch liegen. Okay. Ich hoffe, der Grappling Hook wird funktionieren. Ist ja nicht so gut, wenn der Grappling Hook nicht funktioniert. Okay, los geht's. Ich gehe natürlich nicht rein, ich gehe natürlich nach oben. So, ich lasse jetzt hier schon mal einiges liegen. Warte mal, ich mache mal hier zu, bevor hier irgendwas kommt. So, ich lasse hier liegen. Das muss ich vielleicht mitnehmen, weil ich muss mich eventuell durch eine Wand. Den kann ich, die Cutting Floss kann ich hier lassen. Ich kann mich schon mal umziehen. Das heißt, ich kann das hier lassen. Okay, so. Okay, dann nehmen wir das. Wir nehmen den Schlüssel. Jetzt gehen wir mal hoch. Gucken. Das funktioniert. Jetzt hier hoch. We can only ascend. Okay. Da ist der Generator. Okay. Oh, da ist ein Zaun. Ach, Scheibenkleister. Da ist ein Zaun. Und der ist wahrscheinlich nicht mit Strom. Okay, jetzt habe ich natürlich hier nichts bei. Das heißt aber nicht. Genau. Ist nicht schlimm. So, ich kann nämlich hier runterfallen. Es kann trotzdem funktionieren. So, jetzt nehme ich mal Inventory is full. Das brauche ich. Ach, scheiße. Ich schmeiß das mal hier hin. Das heißt, ich nehme mal die Cutting Floss mit. Und den Schlüssel brauche ich nicht. Und ich nehme mal die Flimsy Cutters mit. Das passt schon. Das wird schon irgendwie passen. So, ich kann jetzt hier hoch. Hier hoch. The way is blocked. Ach so, hier runter. Das benutze ich mal hier. Genau, die Cutting Floss. Um da durchzukommen. Da muss ich nämlich die Dings nicht benutzen. Na gut, es ist, verbraucht sich jetzt ein bisschen langsam, aber wir haben ja Zeit. Ach, das, guck mal, reicht ja. Guck mal, reicht ja vollkommen. Kann ich hier, ne, ich schmeiß die aber hier hin. Ja. So. Jetzt heißt es Gas geben. Jetzt habe ich nicht lange Zeit. Strom ist weg. Runter. Und jetzt muss ich schnell cutten. Komm, cut schneller. Schneller. Ich glaube aber nicht, dass ich es schaffe, heute hier wegzukommen. Oh Gott, wie langsam. Yes. Okay. Ich hänge das Poster erstmal wieder hin. Ich nehme das Tool. Und grabe weiter. Na, ich schaffe das heute nicht. Okay, das war der Sturm. Ach, scheiße. Mehr Bros. Okay, aber es ist nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall durch den Zaun durch. Das heißt, ich ziehe mich wieder um. Lass das Ding hier liegen. Okay, ich lasse den hier liegen. Und mach hier. So, jetzt könnte ich gucken, ob ich irgendwie wieder in meine, in mein Dings reinkomme. Nee, komme ich nicht. Gut, wie dem auch sei. Ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden. Es passiert ja im Grunde genommen nichts mehr. Ich muss jetzt leider noch den Tag 18 spielen. Demnach werde ich gucken, dass ich den einfach schnell durchkriege, nicht viel mache. Und dass wir quasi direkt im neuen Tag anfangen. Ich werde den Escape nicht wegmachen. Und dann gucken, dass wir den machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Wir haben übrigens die netten Aufgabenverteilung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal ganz... Zeug, was wir vielleicht gar nicht mehr brauchen. Also wir haben hier das... Aber mittlerweile haben wir wieder ein bisschen Platz, ne?